Du überlegst gerade, dich selbstständig zu machen und hast vielleicht ein wenig Angst davor, diesen Schritt zu gehen? Nun, dann stelle ich heute die Gegenthese auf, dass du eher Angst haben solltest, dich nicht selbstständig zu machen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir begleiten jedes Jahr hunderte von Menschen dabei, sich selbstständig zu machen. Und für viele ist dieser Schritt ein Gang, ein Sprung ins Ungewisse. Viele haben auch Angst davor, ihren Arbeitsplatz zu verlassen und dann schließlich sich selbstständig zu machen, ein Gewerbe zu gründen. Aber viel mehr Angst solltest du haben, dich nicht selbstständig zu machen, und zwar aus einem wichtigen Grund. Nun, was ist diese eine Sache? Und zwar ist diese eine Sache das, was die Politiker vor über 10 Jahren beschlossen haben, dass deine und meine Rente ab dem Jahr 2030 reduziert wird auf 43%. Nun, ich habe mich gestern mit einer Bekannten unterhalten, die meinte, aufgrund ihres Jobs trifft sie jeden Tag viele Menschen, die angestellt sind. Und die haben gesagt, dass 1.500, 1.600 Euro netto schon viel im Durchschnitt ist. Und wenn du von diesem letzten Netto 43% nimmst, weißt du, auf welches Niveau du dann kommst? Du kannst es dir selbst ausrechnen, wie das bei dir ist. Aber im Fall, dass du 1.600 Euro netto, das proportional steigend vielleicht, bekommst, dann wirst du trotzdem bei 43% unter dem derzeitigen ALG-II-Satz liegen. Das bedeutet, sobald du Rentner wirst, bist du automatisch ein ALG-II-Fall, ein Grundsicherungsfall. Es heißt dann zwar nicht mehr Hartz IV, sondern Grundsicherung, was du als Rentner bekommst, aber zum Leben wird deine Rente nicht mehr ausreichen. Und wenn du in diesem Alter, egal ob du in 10, 20 oder 30 Jahren in Rente gehst, nicht unbedingt mit deinen Freunden ein Revier aufteilen willst, wo dann wer wo Flaschen geht, sondern du sagst, du möchtest deine Lebenshaltungskosten, dein Lifestyle-Niveau halten, dann wirst du nicht drum herum kommen, dir zusätzliche Einkommensquellen aufzubauen. Das bedeutet also, nicht nur wenn du mehr netto haben willst, also 2, 3 oder 5.000 Euro, kommst du kaum drum herum, dich selbstständig zu machen, zweites Standbein aufzubauen oder einen Vollerwerb zu gründen, wo du selbst dann entscheiden kannst, durch deine Dienstleistung mit höherem Stundensatz oder durch Handel, Vertrieb oder durch Produktion von digitalen Produkten deine Einkünfte hochzufahren. Selbst wenn es allein nur darum geht, deinen derzeitigen Lebensstandard zu halten, bedarf es heute schon die Entscheidung von dir, die entsprechenden Unternehmen zu gründen, Projekte zu starten, die diese Deckungslücke dort schließen werden. Denn fast alle anderen Alternativen, ob es die Lebensversicherung ist oder ob es Rürup oder Riester-Rente, es wurde inzwischen schon ausgerechnet vom Verbraucherschutz, dass sie nicht geeignet sind, deine Deckungslücke wirksam zu schließen. Vielmehr ist es zum Beispiel bei der Rürup-Rente so, dass du das, was du dazukommst, wieder abgezogen bekommst von den Rentenzügen. Das heißt, dein Niveau wird auch sehr niedrig sein. Ich lade dich deshalb ein, heute schon zu prüfen, ob es für dich Alternativen gibt, dich selbstständig zu machen, ein Gewerbe aufzubauen, zusätzliche Dienstleistungen anzubieten, Produkte zu veräußern oder irgendetwas zu produzieren und herzustellen. Denn jetzt ist der beste Zeitpunkt zu starten. Wenn du die Zeit zwischen deiner Rente und heute betrachtest, hast du am meisten davon zur Verfügung. Wenn du dich selbstständig machen willst, und das muss ja nicht gleich im Haupterwerb sein, du kannst ja auch im Nebenerwerb erstmal starten. Und wenn du dort 1, 2, 3 Monate doppelt so viel mehr verdienst als in deinem Angestelltenjob, dann kannst du diesen auch kündigen und komplett deine Zeit in diese Unternehmung hinein investieren. Du bist aber auch eingeladen, dich zu beteiligen an Unternehmen, entweder durch Gesellschafteranteile oder indem du Aktien kaufst. Es gibt natürlich die Möglichkeit, noch Immobilien zu kaufen. Prüfe selbst, was für dich am besten ist. Solltest du aber einen Businessplan brauchen, einen Finanzplan, Hilfe bei der Gründung und Beschaffung von Fördermitteln, dann lade ich dich ein, einen Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber kannst du auch unseren Kanal abonnieren und all die anderen Videos anschauen von unseren Beratern oder von unseren Kunden, um dich zu ermutigen, dich auszurüsten und vorzubereiten. Gerne aber kannst du uns auch weiterempfehlen und ich wünsche dir viel Erfolg, dass du heute schon anfängst, dich auf die Zukunft vorzubereiten. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.